Hallo, mein Name ist Kai Kaczmirek und ich bin Zehnker und studiere im fünften Semester Sul. Ja, im Moment ist ja für uns alle eine sehr außergewöhnliche Situation. Jeder geht damit unterschiedlich um. Ich bin sehr, sehr positiv gestimmt und freue mich auf meine nächsten Aufgaben. Es ist eine schwierige Zeit für uns alle, aber ich denke, wir werden die alle gut durchstehen und wenn wir alle miteinander arbeiten, dann kriegen wir es auch schnell in den Griff und dann wird auch vieles schnell wieder zur Normalität zurückkehren. Ja, mein Alltag sieht relativ normal aus. Ich versuche, möglichst viel Normalität reinzubringen. Das heißt, ich stehe jeden Morgen um die gleiche Uhrzeit auf, frühstücke erst einmal, gehe dann auch ganz normal zum Training. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so möglich, wie man sich das wünscht. Die Trainingsstätten sind ja gesperrt, aber ich habe ein bisschen Glück. Ich habe direkt einen Wald vor der Haustür. Entsprechend kann ich da sehr viel laufen gehen, Sprints machen, Treppenläufe machen. Und man kommt auch gleichzeitig an die frische Luft, was auch sehr, sehr gut tut. Dann habe ich noch ein kleines Home-Gym im Haus mit einer Hantelstange und TRX, einem Boxsack und so weiter. Da kann man auch sehr, sehr viel Krafttraining noch machen. Also ich komme trotzdem auf meine 10 Einheiten die Woche. Ja, und entsprechend neben dem Sport lese ich halt sehr viel, bereite mich auf die Prüfungen vor, die jetzt verschoben wurden. Man hat jetzt ein bisschen mehr Zeit, aber das ist ja auch mal ganz gut, dass man nicht unter Lerndruck steht. Ansonsten kochen und ja, einfach ein bisschen Zeit mit der Freundin verbringen, ist auch ganz wichtig. Ja, nebenbei habe ich noch den C-Fitness dreimal gemacht, online, ist gerade im Moment verfügbar und ja, entsprechend habe ich mich einfach mal angesetzt und einen Online-Kurs absolviert. Die Olympischen Spiele in Tokio 2020 wurden verschoben um ein Jahr. Das heißt natürlich erst einmal große Erleichterung für uns Sportler, damit wir auch die Chancengleichheit wahren können. Sprich erstmal für die Olympischen Spiele selbst, aber auch natürlich für die Qualifikationswettkämpfe, die ja jetzt angestanden hätten. Jeder von uns hat andere Bedingungen, um sich vorzubereiten. Einige dürfen auf Sportstätten, andere wiederum gar nicht. Es gibt Ausnahmen für Spitzensportler. Da bin ich jetzt leider nicht in den Genuss für gekommen. Allerdings muss ich sagen, es gibt in solchen Zeiten auch Wichtigeres als den Sport. Entsprechend muss man einfach mal die Prioritäten ein bisschen verschieben um ein, zwei Monate und sich jetzt auf das Wichtige fokussieren. Entsprechend, ich denke, ich spreche für alle Sportler, dass wir sehr, sehr erleichtert sind, dass wir jetzt nochmal die Möglichkeit bekommen haben, an den Olympischen Spielen teilzunehmen und dass sie nicht abgesagt wurden. Und ja, ein Jahr ist zwar verschoben, aber nicht aufgehoben. Entsprechend bin ich da sehr, sehr froh drüber. Meine Tipps für normale Sportler oder normale Leute, die jetzt nicht im Spitzensportbereich tätig sind, ist einfach: Geht raus, geht in den Wald, geht in Parks, aber denkt dran, Abstand halten und möglichst mit wenigen Personen, also sprich höchstens mit eurem Partner oder eurer Familie. Das tut gut, das bringt den Kreislauf in Schwung. Und wenn ihr die Zeit habt, beziehungsweise die Fläche, vielleicht im Wohnzimmer, räumt sie ein bisschen frei und versucht einfach mal so ein allgemeines Workout zu machen. Heißt ein paar Liegestütze, ein paar Sit-Ups. Ihr könnt dabei auch den Fernseher gerne laufen lassen, falls es euch zu langweilig ist. Aber es tut wirklich sehr, sehr gut und ist ein guter Ausgleich einfach von den vielen zu Hause rumsitzen. Von daher viel Spaß dabei und vor allem im Kopf.